Ich habe auch zudem, das kann ich auch nochmal sagen, ich habe zudem auch noch nach einem Grasmod geguckt, dass wir hier mal so ein bisschen Gras oder sowas kriegen. Leider habe ich nichts komplett, kompatibles gefunden. Jetzt haben wir es. Gott, Sven, Junge, das ist auch wirklich nicht Finger-Trouble, sondern Mund-Trouble. So, ganz kurz die Musik mal ausmachen. Und ich würde sagen, wir machen wieder die Höhlenmucke an, weil das einfach besser passt als die Tagmucke jetzt in der Höhle, im Nether. Dann schmeißen wir es einmal wieder an. Den hatten wir schon. Erstmal auf Shuffle und dann machen wir mal ein Lied, was wir noch nicht hatten. Das ist vielleicht aber Quest 2. Und ich würde sagen, let's go into the Nether. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie sieht das denn aus? Ah, Gas haben wir natürlich auch. Wie sieht das denn aus? Man ist nicht. Ah, die gehen aber immer auch. Die ging schon immer so leicht abzubauen. Gucken wir mal. Ich will erstmal ausleuchten. Ich weiß nicht, wie das mit Zombie Pigments ist, wie die spawnen, aber ich denke mal, das ist egal. Die werden wahrscheinlich überall spawnen. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwie rauskommen. Pilze haben wir hier auf jeden Fall. Gut, dass ich Fackel mitgenommen habe. Es sieht sehr nach Höhengenerierung einfach nur aus. Oh, hier haben wir Soulsand. Das ist... Nee, das ist kein Soulsand. Was ist das denn? Was sind das denn für Blöcke? Nein, das ist aber nicht... Das ist Bedrock, oder? Das ist Bedrock. Oh mein Gott, ich bin super gespannt, wie das aussehen wird, wenn wir hier auf einer mit einem neuen Nether dann arbeiten. Oh, das wird spannend. Darauf freue ich mich ja. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir irgendwie rauskommen. Wir sind super tief anscheinend. Ja, weil hier ist nämlich auch überall... Ich leuchte hier trotzdem mal aus, weil ich weiß, dass auch normale Monster hier spawnen. So, das einzige Problem dann wird natürlich sein, wir müssen irgendwie dann später wieder zurückfinden. Kommen wir da weiter? Nee. Ich höre auf jeden Fall Ghasts ohne Ende. Geht's auch nicht weiter. Ah, die Musik will nicht laufen. Auch nicht schlecht. Ich erinnere mich nämlich gerade schon. Wir müssen erstmal gucken, dass wir irgendwie nach oben kommen. Das Portal war hier, ne? Da geht's theoretisch hoch. Ne, das war hier nicht. Oh Gott, wo war unser Portal? Oh nein. Geht's jetzt schon los? Ich werde mal die Pilze mitnehmen. Warum auch immer hier Pilze wachsen. Da ist es, okay. Hier haben wir's. Da kommen wir nicht hoch. Hier geht's auch nicht hoch. Ich werde erstmal nur eine Spur legen, weil ansonsten verwirrt uns das, glaube ich, zu sehr. Aber hier geht's auch nicht weiter. Du Scheiße. Ich glaube, da ist gerade jemand an einem Dings verreckt. An einer Lava, an einem Lavastrom. Ich würde sagen, wir machen folgendes. Wir wollen ja eh Netherrack... Oh mein Gott, oh mein Gott. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Oh mein Gott, ich hab... Oh nein, bitte nicht. Ich hab ganz mieses... Scheiße, ich sehe gerade, was das Problem ist. Oh mein Gott, wie sollen wir denn hier rauskommen? Das Problem ist, wir sind unter einem Lavasee anscheinend. Wie sollen wir das denn machen? Das gibt's ja nicht. Wieder ein bisschen Omega Space. Wenn ich mich jetzt hier durchbuddel. Oh Gott. Ja, machen wir mal bitte mit Netherrack das einfach abzubauen.
Alter, gib mir das auf den Sack. Das wird ja die Qual werden mit denen. Wir sind wirklich... Oh mein Gott, wie sollen wir das denn machen? Wie soll ich das denn machen? Das ist ja impossible dann. Das ist ja... Boah. Ich würde nämlich gerne Glowstone zumindest mitnehmen. Ihr seht, wir sind unter einem Lavasee. Wir sind unter einem Lavasee. Wir müssen jetzt einfach irgendwie Glück haben, dass wir irgendwo oben durchkommen. Gott. Dass ich Spitzhacken gemacht habe. Jetzt sind wir hier. Gucken, ob wir hier vielleicht wieder hochkommen. Das geht mir tatsächlich ganz schön auf den Sack, dass die da alle hier an dem Links verrecken, an der Lava. Das ist nicht dein Ernst. Ich sag euch, wir kommen hier nicht raus. Wie stellen wir das denn jetzt an? Oh, ich habe aber auf jeden Fall hier... Das ist direkt über uns. Dass wir jetzt hier irgendwie durchkommen. Das sieht zumindest schon mal besser aus. Ich höre hier auf jeden Fall Pigments. Und zwar auch ziemlich nah. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Die greift mich nicht an, oder? Oh, wie die aussehen, guck mal. Okay, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir müssen ultra vorsichtig jetzt hier sein, dass wir die Leute nicht verärgern. Das ist Soul Sand aber. Oh, bitte geht. Oh, zum Glück. Ich hatte gerade Angst, dass der auf uns losgeht, wenn er jetzt hier. Ja, das ist Soul Sand. Macht aber keinen Unterschied, ob ich den jetzt mit einer Spitzhacke abbaue oder ob ich den mit Dings abbaue. Okay, dann machen wir das mit der Hand. Ich will jetzt aber erstmal gucken, dass wir hier noch ein bisschen hochkommen. Da sind auch schon unsere Fackeln dahin. Wir schauen einfach mal, dass wir jetzt oben an die Oberfläche kommen hier. Es ist super spannend zu sehen, wie der Nether hier aussieht. Wirklich. Es ist super spannend, weil es einfach komplett anders ist. Oh mein Gott. Nee. Dann bauen wir erstmal hier unten das quasi erstmal ab. Also da ist auch Dings drüber. Guck gerade erstmal, was wir alles abbauen können. Leider sind die so doof und verrecken alle an der Lava oben. Das wird sich in der 1-2-2 ändert sich das. In der 1-2-2 kriegen die Leute dann keinen Damage mehr. Das ist nur in dieser Version noch der Fall. Da sind wir dann das Geschreie los erstmal. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal jetzt geschafft, ein bisschen höher zu kommen. Da wird wahrscheinlich auch Lava sein, genau. Da auch? Ne. Wir haben es jetzt auf jeden Fall schon mal geschafft, ein bisschen höher zu kommen. Wir haben jetzt fast einen Stack. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir noch höher kommen, weil ich will auf jeden Fall den Nether von oben auf der Oberfläche sehen. Ich weiß nicht, ob das so normal ist, dass man hier in der Version unten spawnt. So,
nehmen wir mal ein bisschen was mit, weil wer weiß, wie lange wir suchen werden, bis wir mal wieder was finden. Zudem dauert das unfassbar lange. Und dann haben wir jetzt schon mal was. Wenn wir jetzt mal was suchen sollten, dann haben wir auf jeden Fall erstmal genug. So. Ja, es ist wirklich eine absolute Höhenerkundungsaufnahme, weil hier richtig Never erkunden ist ja auch nicht. Einfach weil wir hier unten unter der Erde spawnen. Was leider jetzt ein bisschen blöd ist. Aber wir kommen schon irgendwo hoch. Wir werden uns jetzt hier ein bisschen weiter durch die Sachen hier durch kämpfen, sag ich mal. Wir werden mal schauen, ob wir hier irgendwo einen Weg finden, der uns hochbringt. Aber erstmal bauen wir jetzt hier noch ein bisschen Soul Sand ab. Ich habe mal 2 Stacks, das reicht mir dann auch. Aber einfach, dass wir jetzt dann nicht so schnell nochmal hier hin müssen. Weil das ist halt schon ein bisschen frustrierend jetzt hier. Eine Sache, die ich euch jetzt aber sage, wir werden den Nether nicht ohne Dings verlassen, nicht ohne Glowstone. Also Glowstone will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Das ist für mich noch eine Sache, die brauche ich. Das ist der Hauptgrund, warum ich jetzt überhaupt hier in den Nether bin. So, wir haben 2 Stacks an Soul Sand. Check an... Wir sind super nah an der Oberfläche, wie man hört. Und wie man auch anhand der Lava sehen kann. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, dass wir hier hochkommen. Da geht's auf jeden Fall hoch. Wir müssen aufpassen, dass wir die Kollegen hier nicht hauen. Lass mich raten. Wir gucken mal gerade. Ich habe eventuell das Gefühl, dass wir hier durchkommen könnten. Das sieht gut aus, glaube ich. Habe ich eine Glücksbohrung gemacht und das hat auch direkt geklappt. Ich höre auch Feuer. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ja, da verrecken die nämlich. Oh mein Gott, wie viele Zombie-Pigmen hier oben sind. Okay, das sieht schon ganz schön geil aus. Direkt am Dings. Alter, sieht das nice aus. Die fliegen nicht mal im Ansatz weit genug. Okay. Wir gucken jetzt einfach, dass wir hier hochgehen. Und irgendwo hier Glowstone finden. Was wir relativ easy erreichen können. Das da zum Beispiel. Aber wie geil sieht das denn bitte aus? Also auch mit dem Texture Pack. Mal für Thumbnail und so. So. Sollte hoffentlich ausreichen. Hier ist ganz viel Soul Sand. So, wir gucken jetzt mal, dass wir uns hier so ein bisschen ranbauen. In den Glowstone. Wie viel kriegen wir da raus? Ein. Aber nicht. Aus einem kriegen wir ein! Oh, und dann fällt das auch noch runter. Wie viel Glowstone möchtest du abbauen? Ja. Oh. Wieder viel zu waghalsig alles hier. Ich bin wieder viel zu waghalsig unterwegs. Ja.